Ja, Leute, ich habe euch ja versprochen, ich habe den heiligen Gral des Kraftsports gefunden. Ich werde euch mal oben rechts mal ein Video verlinken. Den müsst ihr, also das Video müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Das ist schon locker 3 oder 4 Jahre alt. Aber da habe ich das Ganze versucht, hormonell zu erklären. Ja? Aber biochemisch im Körper, was da passiert, das habe ich erst letzte Woche irgendwie in so einem Video gesehen. Und zwar ist es folgendermaßen, also ihr wisst, ich bin jetzt kein Vollprofi, es können kleinere Fehler drin sein. Am besten informiert euch nochmal woanders, aber ich erkläre es euch mal grob. Und zwar der Vorteil, den nicht naturale Sportler haben, die sich Zaubermittelchen reinpfeifen, ist, also wenn es um Kraftsport geht, ihr wisst ja, Wenn ihr ein Hochhaus baut mit, sagen wir mal, 20 Stockwerken, dann baust du an einem Tag eine Etage, am nächsten Tag die zweite Etage. Ich übertreibe jetzt, natürlich ist es in Wirklichkeit anders, aber ne, also du baust eine Etage, gehst nach Hause schlafen, am nächsten Tag kommst du, baust du noch eine Etage und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du die 20 Stockwerke. Im Körper des Menschen entstehen durch Training Mikroverletzungen, ja, in den Muskelfasern. Sprich, das heißt, wenn du trainierst, baut der Körper erstmal wieder körpereigene Substanz ab, ja, um dann später das, was abgebaut wurde, zu ersetzen und noch ein bisschen darüber hinaus aufzubauen. Das heißt, Training und Muskelaufbau funktioniert nicht wie im echten Leben, was weiß ich, wenn du ein Haus oder Hochhaus baust, dass du das, was du gebaut hast, immer beibehältst und dann immer ein Stück drüber baust. Das heißt, deine Arbeit ist schon hier angekommen, dann baust du noch mehr und dann bist du sofort irgendwo oben angekommen. Sondern beim Körperbau, in der Muskulatur, baust du erstmal nach dem Training ein Stück ab und baust das wieder auf und dann noch ein Ticken Stückchen drüber. Dementsprechend bedeutet Training und härteres Training für den Körper härtere, größere Belastung, weil er immer wieder körpereigene Substanz abbaut. Wie gesagt, das Ganze habe ich euch auf hormoneller Ebene erklärt, oben in dem Video, was ihr anklicken sollt. Jetzt kommt diese biochemische oder beziehungsweise diese Vorgänge im Körper. Bei einem naturalen Menschen baut der Körper diese Eiweißstruktur in der Muskulatur ab nach dem Training. Und zwar in Form von Aminosäuren, die dann abgebaut werden und dann, ich glaube, in die Blutbahn gelangen und dann aus dem Körper ausgeschieden werden. Ja, das könnt ihr, also wie gesagt, ich bin kein Profi, aber ich gebe mein Bestes, hier keinen Quatsch zu erzählen. Informiert ich euch immer woanders auch noch zusätzlich. Das heißt, diese Eiweißstruktur, die dann nach dem Training erstmal abgebaut wird, durch die Blutbahn und dann aus dem Körper ausgeschieden wird, macht sich ja auch zum Beispiel bemerkbar, wenn ihr pinkeln geht nach dem Training, wenn ihr schwer trainiert habt. Je härter, je schwerer ihr trainiert habt, desto mehr Schaum habt ihr in eurem Urin. Das sind diese Abbaustoffe, so Harnstoff und so weiter und so fort. So, bei einem nicht naturalen Typen, der Zaubermittelchen benutzt, ist es wohl so, es gab wohl Studien oder eine Studie, die das irgendwie rausgefunden hat, ich werde es euch hier drunter verlinken, irgendwo in den Kommentaren oder wo auch immer, dass diese Eiweißstruktur, die im Muskel abgebaut wird, bei den Nicht-Naturalen, nicht durch die Blutbahn aus dem Körper ausgeschieden wird, sondern direkt nach dem Abbau dem Körper sofort wieder als Aufbaumasse zur Verfügung steht. Dementsprechend ein Mensch, der nicht natural ist, braucht nicht so viel frische Eiweißzufuhr von außen. Und da dürfte es schon bei dem einen oder anderen klingeln, worauf ich hinaus möchte. Aber ich versuche euch mehrere Teile zu machen, weil basierend darauf kann man sehr viele Dinge erklären, die man bis jetzt nicht erklären konnte. Okay? Also, bleibt gespannt, abonniert den Kanal. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder.